YouTube. Es wird Zeit für ein neues XXL-Video. Wir spielen heute gemeinsam My Friendly Neighborhood. Das ist ein Horror-Puppet-Shooter. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Wir geben der Sesamstraße ordentlich auf die Fresse und gruseln uns dabei so ein bisschen. Ich habe damals die Demo gespielt, die fand ich sehr, sehr geil. Und wir spielen jetzt die Vollversion. Leider bin ich immer noch ein bisschen krank, was die Stimme angeht. Dementsprechend könnte es sein, dass ich hier und da mal eine kurze Pause mache und was trinke. Also wundert euch nicht, wenn da mal ein Schnitt drin ist. Ansonsten werde ich euch natürlich wieder das komplette Spiel in ein Video pressen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bewerten und ganz wichtig kommentieren. Habt ihr als Kind die Sesamstraße geguckt und fandet ihr die gut? Ich muss sagen, ich habe sie auch gesehen, natürlich, aber ich fand sie nie gut. Genauso wie Muppets. Ich konnte noch nie irgendwas mit Puppen anfangen. Ich finde, die sind ultra langweilig. Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Auf geht's mit My Friendly Neighborhood. I saw something. Felt something, maybe. Was more real than reality. I felt like I was lost, walking through this dark tunnel, and the ground beneath me stretched on for an eternity. I felt like I was dying. He swerved out of his lane, striking a passenger van that started a pileup, killing 7. In weather, we'll all be sad to see another band of thunderstorms heading toward the city tomorrow night. I just had this insane sense of emptiness and terror, and I don't care who she sees. We're not even married anymore. She can see whoever she wants. So, Ashley, what did you do to end up solving the problem? I ignored it. Tried to forget. I watched television. And that helped? It dulls the pain. You can escape reality, live through other people, ignoring your own issues. Okay, last job of the day. What's this one about? Hausverwaltung Kettenpalme. Arbeitsauftrag. Kunde, Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Objekt Sonnenaufgangsstraße 123. 1993. Zugewiesener Mitarbeiter Gordon J. O'Brien. Beschreibung des Problems. Das leerstehende Studiogelände wird seit gestern Abend wieder mit Strom versorgt und sendet über das normale Programm hinaus. Der Kunde hat angeordnet, die Antenne auf dem Dach des zentralen Hotels zu deaktivieren, um weitere Zwischenfälle zu verhindern. Unterschrift des Vorgesetzten Jay. Hinweise: Mitarbeiter O'Brien hat wegen mürrischem und unfreundlichem Verhalten gegenüber Kunden eine Abmahnung erhalten. Wenn er diesen Arbeitsauftrag nicht zufriedenstellend erledigt, wird er entlassen. Na, wie immer eben, ne? Immer mit einem Bein in der Kündigung. So, O'Brien. Ist das deine alte? Ex-Frau natürlich. Ein Mann wie er, der ist natürlich... Got that in the war. Last time I stick my neck out for someone. Der ist natürlich gebrochen, ja? Hat den Krieg erlebt. Kommt nicht wirklich unter in der Welt da draußen. Der ist gebrochen. Oh, ein Schokoriegel. Und ein Toast. Oh, I'm not eating that. That's been there for days. Ja, aber das hat die richtigen Aromen jetzt erst entfaltet. I'm not leaving yet. I just got here. Der Mann fährt einen echten Honker. Klassiker. Absoluter Klassiker, oder? So ein schöner Honker. The last job of the day is always the worst. Gut, gehen wir mal rein in die Bude. Ab in die Lobby. There's an elevator. Maybe it still works. What on earth? Is this glue? Bah, widerlich. Ring me. Ring me? Das ist so eine Falle, Alter.
curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hello. I'm here to disconnect the antenna. Television's heartbeat has returned. A spirit of cheer brightens every child's eye. The cry goes round the kindergarten class. The neighborhood! The neighborhood! Okay. I'm here to disconnect the antenna. I am Ricky the Sock. Your television will never be the same. Hold on. Did you say disconnect the antenna? Yes. Oh, my. No. You mustn't do that. That would be a catastrophe. It's broadcasting over the news. The news? No, trust me. The antenna is just fine as it is. Doesn't need any disconnecting. Tell you what, you wait here, and I'll get you some... that wasn't pleasant. I'm gonna take a sec. Okay then. Okay, das war sehr verstörend. Sehr speziell. That was special. Yep, das war ganz besonders. Okay, ich hab eine Keycard. Oh, geil! Schoki. Aber ich habe keine Marke. Erinnert ein bisschen an Resident Evil hier, der Koffer, ne? Bewegen, untersuchen, wegwerfen. Das ist sowas von Resident Evil. Resident Evil trifft auf Sesamstraße. Okay, was habe ich hier gefunden? Die Hälfte von irgendeinem Ding. Das ist mega Resident Evil-like. Norman. Okay, man kann da irgendwas platzieren. Junebug, Leonard, Liana und Georgie. Der kleine süße Georgie. Von der anderen Seite verschlossen. Na gut, wir haben eine Karte bekommen. Eine Schlüsselkarte für die 4 und draußen war ein Gebäude mit einer riesigen 4 dran. Deswegen denke ich mal, wir müssen da draußen hin. Fängt ja schon mal sehr weird an und ist auch sehr gut vertont, ne? Also die ganzen Indie-Horror-Entwickler, die zaubern Games im Moment. Hey, who's that? Norman, der Normal Guy? Yo, Norman! Taxi. Und es wird dunkel. Gordon, ich glaube, dein Tag heute wird richtig beschissen. Auch dieses... Diese Animation mit den Türen, sehr Resident Evil-like. Eine Marke? Nothing. My friendly neighborhood. Stadtanzeiger, Samstag, der 9. November 1968. Der freundliche neue Nachbar im Fernsehen. Rezension zu Meine freundliche Nachbarschaft von Richard Lichtgrab. Diese Woche lief die neue Serie Meine freundliche Nachbarschaft auf dem Stadtsender an, die sich vor allem an Kinder im Vorschulalter richtet. Im Mittelpunkt stehen die namensgebenden freundliche Nachbarschaft und die dort ansässigen Puppen, die den Zuschauern mit der Unterstützung von Erwachsenen wie Stevie, Richie Brom, eine Reihe von Themen wie Zahlen, Buchstaben und das Verhalten eines freundlichen Nachbarn nahebringen. Das Schlagwort der Serie, unter dem altbekannte Lektionen über Gemeinschaft und Teilhabe zusammengefasst werden. Während erwachsene Zuschauer die Botschaft trivial finden mögen, dürfen die Nachbarn die Herzen der Kinder im Sturm erobern. Jedes dieser Filzköpfchen wird schnell zu einem liebgewonnenen Freund und dessen Worte Kinder mit einem Vertrauen und einer Hingabe anhängen, die man bei älteren Zuschauern selten sieht. Die Serie, die zuvor unter dem Namen Ricky und seine Freunde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt wurde, und ihr Schöpfer Al Griswold, wurde erst kürzlich von der Rundfunkgruppe des Stadtsenders unter Vertrag genommen. Für die Produktion wurde das historische Studio des Stadtsenders Hotels im Westen der Stadt bezogen. Im Vorstoß in die Spitzenliga des Fernsehens wird begleitet von Text unlesbar. Aha, Rundfunk finanziert das Ganze hier, ihr wisst Bescheid.
Hier landen eure Gebühren. In der Sesamstraße. Und rein da. Ja, ist so ein bisschen wie Resident Evil. Okay, Norman. Ja, du bist ganz normal. Mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Ich glaube, wir sollten da nicht runterspringen. Alter, die Puppen klingen auch wieder total durch. Also ich bin echt gespannt auf das Game. Okay, Norm wird irgendwie mal aggressiver. Locked. Maybe I could find the key. What's the shape like? I can't believe you noticed me. Wow, 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 Norman, bist du freundlich? Bist du freundlich? Ich trau dir nicht. Traut ihr Norman? Ich weiß nicht. Ich finde, der ist echt creepy. You are. Now don't toddle off again. I've got some snackaroos waiting back in the lobby. Hey, what's going on here? Your puppet friends are attacking me. Oh, are they? How embarrassing. By the way, what's your name? What? Your name, your moniker, your handle, your nom de plume? It's Gordon. Gordon? What a beautiful name. I could say it all day. Gordon. Gordon. Gordon! Is this a gun? Does it work? Oh my, that's where I left that. I was looking for it all over the place. Ugh, fine. If you're gonna go gallivanting all over the place, then at least watch out for Pearl. Pearl? You know, the enormous bird that crushes people. Don't get on her bad side is all I'm... What was that? Okay, let's do this. Yo, Alter, wir haben eine Knarre. Wie nice ist das denn? What the? No. What the? Yo! Hey. Stay back off of me! Alter, der kippt einfach nicht um. Oh boy. Holy moly, baller ich da wirklich Buchstaben aus Gold? Ich habe kein Klebeband mehr. Wo ist der andere hin? Also Norman scheint noch zu leben, denn ich kann ihn wohl mit Klebeband fixieren. Warnung. Okay, warte mal. Wenn ich mir jetzt so einen Riegel reinschmatze, dann geht es mir immer noch nicht besser. Na toll. Alright. Ich bräuchte eine Taschenlampe. Was denn F? Ach, das sind meine Akten. Arbeitsauftrag, erste Sendung. Aha. Geld. Ich brauche Munition. Moment. Rot? Was? Grün. Oh, guck mal hier. Da ist Munition drin, aber dafür muss ich sie halt weg. Wow! Alright. Gib mir die Munition, ist alles, was ich will. Ich meine, dich festkleben will ich auch ganz gerne, aber Munition ist erstmal ganz nett. Moment, das hier öffnen? Nee, ist verschlossen. Ist so ein bisschen auch Bioshock-mäßig, ne? Hauptstraße. In der Nachbarschaft findet ein Outdoor-Bazar statt. Alle stehen an Lennarts Antiquitätenladen Schlange, um ein schönes Paar Ohrringe anzuprobieren. Pearl stößt dazu, sieht die Ohrringe, drängelt sich in die Schlange, schiebt Liana aus dem Weg und verursacht einen Aufruhr. Stevie, von einer Bank aus aufstehen. Pearl, das war nicht nett. Pearl sieht die anderen, die sie allesamt anstarren, verlegen an und zieht beschämt den Kopf ein. Stevie, du kannst Leute nicht einfach aus dem Weg schieben, um zu bekommen, was du willst, Pearl. Es ist freundlicher, zuerst an andere Menschen zu denken. Verstehst du?
Pearl schüttelt zaghaft den Kopf. Stevie, nun, vielleicht wird es hiermit klarer. Lied. Denk zuerst an andere, denk zuerst an andere. Bevor du gehst, sieh nach, ob jemand Hilfe braucht. La 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 la, denk an andere, du Ego-Sau. Okay. Heilung. Du kannst ein Heiltonikum verwenden, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Drücke Tab. Aha. Alright. Wie viel Munition... Oh, Klebeband. Passt denn in das Ding hier rein? Denk erst an andere, bevor du Dinge in andere reinschiebst. Und tschüss. Also hat der Schokoriegel mich gar nicht geheilt? Und was, warum machen die das mit den Händen? Du bist nicht mein Freund. Und rein da. Jetzt gehe ich hier rein. What is this? Speichern. Ach, mit den Marken kannst du speichern und du kannst dich heilen. Und ich habe eine Karte bekommen. M für die Karte. Uff. Boah, das ist ja ein riesen Gebäude, du. Ey, das ist das Safe House wie in Resident Evil. Ich sag ja, das ist Resident Evil mit Püppchen. Ich glaube, dann heile ich mich einmal hier. Oh, geil, das ballert. So, geheilt. Habe ich jetzt aber auch gespeichert? Anscheinend, ne? Moment, ich bin von hier gekommen. Das Ding ist zu. Das habe ich jetzt freigeschaltet und geöffnet. Und jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich verstehe. Ah, da muss ich aber auch erstmal orientieren. Welcome, yeah, boom. Meine Stimme ist noch nicht für hohe Töne geschaffen. Die verreckt. Okay, jetzt habe ich das hier freigeschalten und komme jetzt wohin? Aha, hierhin. Aber einmal gelootet ist gelootet. Alright. Ich verstehe. Okay, das ist aber ganz cool, dass man hier auch sehr viele Türen dann freischaltet und das hat man ja dann relativ offen alles zugänglich. Hey, hey! Fahr zur Hölle, Lenny! Verschlossen. Aha, die Rohrzange können wir auch schwingen. Was, wenn ich jetzt dagegen schieße? Alright. Das war aber ein sehr, sehr simples Rätsel, du, ne? Verschlossen. Was ist das für ein Schlüssel? Ah, der hier. Ich verstehe. Und wenn ich die aber jetzt zum Beispiel mit Klebeband bearbeite... Oh, Alter! Okay, die sind schon stabil, die Jungs. Uff. Sind die dann irgendwie nicht mehr in dem Bereich am Respawn? Das wäre so meine Idee. Man muss ja hier richtig Munitionsmanagement betreiben. So, jetzt habe ich das hier geöffnet. Der Gong! Und ich kann sogar draufhauen. Boah, wie lässig. Moment mal, das Ding ist doch... Ja. Zu, oder nicht? Also, stillgelegt. Abandon, wie man so schön sagt. Aber dann so ein spitzenmäßiges Catering? Okay, ich darf's nicht anfassen. Eine Cheat-Kassette. Cheat wurde freigeschalten. Finde Cheat-Kassetten. Okay, aber mehr gibt's hier drin nicht. Ja doch, es gibt noch mehr. Wenn ich das hier öffnen kann, dafür brauche ich irgendwas wie einen Cutter.
Klebeband, ihr wisst, das kann man nicht mit den Fingern abkratzen. So Isolierband ist quasi unzerstörbar. Ich find's auch ganz clever, dass die Puppen immer woanders stehen, weil sonst läuft's ihnen ja direkt in die Arme, ne? Speichert der hier auch, wenn ich mich heile? Was sagt mein Inventar? Ja. Okay, warte mal, wir haben jetzt diesen Schlüssel. War in dem Hauptraum? Lass mal hier rein. War in dem Hauptraum nicht was, wo man öffnen musste? Norman? Bleib weg. Du alte Nudel. Du kleiner Schelm, du. Wow. This must be one of the old sets. Oh, da drehst du ja durch. Du drehst ja durch. Könnte ich nicht. Ich hasse solche Puppensendungen. Allgemein pädagogisch wertvolle Sendungen, die so darauf ausgelegt sind, finde ich irgendwie immer am unpädagogischsten. Teletubbies zum Beispiel. Pädagogisch wertvoll. What? Ist einfach nur geisteskranker Dreck, der dich verdummt. Verschlossen. Und die Sesamstraße und die Muppets fand ich irgendwie immer nur nervig. Also ich konnte damit nichts anfangen. Ist das der Vogel? Allein, dass sie immer auch singen. Ich hasse Sendungen, wo viel gesungen wird. Ich liebe die Simpsons, aber ich habe alle Specials gehasst, wo die ewig singen. Furchtbar. Also Musical-Special-Sendungen finde ich kacke. Aha. Es gibt nichts Schlimmeres. Okay, man kann sich nicht ducken. Und springen kann man auch nicht. Also wenn irgendwelche Figuren anfangen zu singen, werde ich total aggressiv. Das einzige Musical, also im Bereich Film, das ich mag, ist La La Land. Das war's. La La Land ist echt ein geiler Film. Sonst alles andere Kotz. Wirk. That's quite a bird. Oh mein Gott, das ist der Vogel? Kacke, ist der groß. Verpiesel dich, Alter. Neuer Schlüssel. Okay, kann man das... Ups, so rum. Boah, ich darf echt nicht so viel rumballern. Ich habe keine Ahnung, wie wichtig Munition ist. Welcome! Verpiss dich. Was ist das hier? Okay, dafür brauche ich Fisch oder was? Vielleicht braucht der Vogel Fisch. Aber ich denke mal, an dem fetten Vogel kommen wir nicht so easy vorbei. Aha. Kann ich das jetzt öffnen? Was ist das denn? Okay, hier müssen Buchstaben hin. Das war die Fischtruhe, ne? Interesting. Zugenagelt. Ey, warte mal, der Vogel ist weg. Der Bieber Bird ist verschwunden. Alter, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Du bist kein Freund. Ist einfach nur Kacke. Aber die stehen irgendwie drauf, von mir auf die Fresse zu bekommen. Das finden die irgendwie gut. Auf dieser Seite ist kein Griff. Aber jetzt bin ich ja da, wo wir auch runtergejumpt sind. Ne? Ich wollte eh nochmal hier hin, um zu gucken. Okay, Lady Bird. Muss irgendwie den Vogel besiegen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich diese Buchstaben. So, gehen wir mal noch hier auf die Seite. Okay, hier brauchen wir Post. Oh, wir kommen rein. Sehr gut. Ja, stellt euch mal vor, ihr müsst auch da arbeiten, ne?
die ganze Zeit dieses Gesinge und dieser Irrsinn. Auch dieses Reden mit diesen Puppen, ne? Da gibt's ja auch immer irgendwelche Specials mit Katy Perry. Das war ja mal so ein bekanntes, weil man da übelst ihre Boobs gesehen hat. Nur deswegen kenne ich das. Nur weil Katy Perry da so brutal hot aussah. Wenn einer sagt, yo, Sesamstraße, Katy Perry in so einem Latex-Kostümchen, wo die Titten bis an den Hals quellen. Das ist das Einzige, was ich damit verbinde. Kindheitserinnerung? Nee, eine nuttige Katy Perry. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, aber dann musst du diese Figuren so streicheln und lieb haben und... Großer Gott. Einfach nur böse. Ist das nicht sogar die Safehouse-Melodie aus Resident Evil? Also es erinnert sehr stark daran. Ne? Hier. Was wurde jetzt nicht gespeichert, ne? Ja, diese depressive, leicht vor sich hin plänkelnde Melodie ist so Resident Evil-like. So, wir haben Buchstaben. Muppet Evil. Resident Muppet. Alter, das ist der Vogel da drüben. Was mache ich, wenn der mich snackt? Einfach irgendwo reinrennen, hä? Huh? The friendly neighborhood? Spare me. Oh, Gordon ist wenigstens so ein mies gelaunter... Wow. Du schreckst den... Alter, warum hält der so viel aus? Oh nein. Jetzt ist der Vogel wütend wegen dir. Da kann man nicht rein. Ach, leck mich. Ich muss da drüben hin, wo der Vogel ist. Naja, optional kann ich auch noch da hin. Oh Gott. Stirb. Stirb einfach, Norman. Du bist mir zu normal. Fall nicht hin. Oh. Wenn ich die Zwiebel einstelle, kann ich hier was abzwiebeln. Ist aber doof, dass ich nicht beide haben kann. Ich müsste dann Zwiebel einstellen, hoch und runter rennen. Boah, das Set ist schon beeindruckend. Das ist wirklich ihre Garderobe? Was ist das, ein Taxifahrer? Weißt du was, ich werde dich jetzt mit Klebeband catchen. Du bist mir ein bisschen zu buff, Mother F. Der ist ja ultra buff gewesen. Den werde ich wickeln, die Sau. Was ist das denn? War das eine Sonnenbrille? Ey, aber so stelle ich es mir vor, eine Muppet-Set. Genau so wird's dir zugehen. Was ist das für eine Farbe? Ist das irgendein Riddle? Alright, weiter geht's. Ah ja, der ist jetzt gefangen. Okay, also du kannst die loswerden, indem du die halt wirklich wickelst. Das ist nicht so geil. Okay, ich muss unten die Dinger einstellen, mir dann da oben die Snacks holen. Das war doof. Aber der Vogel ist doch eigentlich recht nett. Okay, vielleicht kriege ich ja die anderen über das Pizza-Wheel. Alter, da bebt der Boden. Bei Lady Bird. Ey, der Typ ist weg.
obwohl ich ihn gar nicht gewickelt habe. Oh nein, 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 nein. Alter, das ist ja richtig Psycho. Ich will nicht, Alter, ich will nicht. Und wie er noch hier am Rumlachen ist, der Psycho. Oh nein, hier geht's nicht weiter, ne? Aber hier ist ein Buchstaben. Nein, ja, ja, ja. Oh mein Gott. Nein! No hugs, Mann. Oh. Oh Gott, oh Gott, was jetzt? Boah, jetzt brauche ich aber echt Munition. Ach, der kann immer nachladen. Stehe. Hier ist der Pilz und hier drüben ist die Zwiebel. Wie viele Buchstaben fehlen uns denn noch? Zwei. So, lass mal hier abzwiebeln und pilzen. Ben, Kumpel! Ich bräuchte einen Brief, das könnte mir auch noch was geben. Okay, aber ich glaube, das sind nur irgendwelche... Nee, ist wirklich ein Buchstabe drin. Ha, aber wo ist die Pizza? Zieh durch. Ah, oben war noch eine Tür. So, warte. Oben war auf jeden Fall noch eine Tür. Munition ist auch gut. Damit kann ich leben. Hier könnte der letzte Buchstabe drin sein. Ah ne, es fehlen ja noch zwei. Und es gab noch eine Tür mit einem Symbol. What the heck? Hat der Selbstmord hier drin begangen? Er zuckt sogar noch. Alter, schnapp dir diesen Buchstaben und dann nix wie weg. No! Oh Gott, jetzt. Stupid Puppet. Dreckspuppe. Jetzt sind ja auch alle wieder hier. Kann man aber nicht runterjumpen. Nein, seid ihr nicht. Einfach kurz hier rein. Okay. Alright. Ja, das Ding hier fehlt. Aber wo ist der Schlüssel dafür? Das ist die große Frage. So, gehen wir mal rüber und schauen überhaupt mal, was wir da machen können. Was soll das hier werden? What? Kann man hier rein? Ich weiß es nicht. Exit. Oh, da geht's. Waren wir da schon drin? Ja doch, da waren wir auch schon drin, ne? Headshot, Baby!
Der Briefkasten. Outside to see what I got. Sometimes it's little pieces of paper. Sometimes it's big boxes. No matter what, I always open it. Ich brauch irgendeinen Brief. Was ist das hier? An assortment of the best bugs the world has to offer? Well, that one just appears in my house. Mashed skunk cabbage? In the mail! My neighbors stuffed into a... If you stop and think about it... Verreck doch! Okay, der hat eben gerade irgendwas von... dass er den Kram, den er braucht, im Briefkasten findet. Die Frage ist nur, wie kommen wir da ran, ne? Ich habe noch nichts gefunden. Ich habe noch keinen Brief oder sowas in die Richtung gefunden. Boah, jetzt reden die alle über den verdammten... Was ist nur das hier gewesen? Über den verdammten Briefkasten. Okay, er macht mich wahnsinnig. Das Spiel ist dazu da, um mich wahnsinnig zu machen. Ich sag euch, das wird so ein Spiel, das wird mich noch richtig in den Wahnsinn treiben. Weil die Puppen, die geben dir ja voll die Kante, ne? Die schwafeln dich so hardcore zu. Da bist du ja. Da bist du ja, mein kleiner Freund. So, nee. Behut. Ich habe einen Brief bekommen für den Neighbor. Der muss hier rein. So, bitteschön. Und ich bekomme eine Kurbel, aber ich habe keinen Platz dafür. Wo war denn Safe Room? Oh Gott, wo war der denn? Irgendwo oben war einer. War hier auch einer? Na, hier war keiner. Wo ging es hier hin? Von der anderen Seite zu. Ja, und was mache ich da mit der Kurbel, ne? Das wird die nächste große Frage. Schwupps. War denn hier ein Safe Room? Okay, hier war auch keiner. Ich hätte schwören können, hier war einer ziemlich nah. Wow, 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 wow. Ja, nee. Nicht hey, Alter, nicht hey. Kein Bock, von dir angefasst zu werden. Sorry, hier ist einer. So, was kann ich denn da reinhauen? Vielleicht das Ding mal? So, was ist das hier? Keine Ahnung. Schwupps. Schwupps. Nein, nein, nein. Habe ich sie jetzt gerade benutzt? Ich habe es gerade benutzt. Na egal, ich war eben ein bisschen angeschlagen. Ist in Ordnung. So, wie geht's jetzt wieder zurück? Ich muss wieder in den Hauptraum hier. Das ist gut. Hier durch. Okay, man kann sich auch merken, so kommt man auch zum Safe Room. Hier durch, dann an den Briefkasten und dann haben wir eine Kurbel. Maybe this unlocks a different part of the studio. Okay, warte. Ich geh erstmal hier raus. So, was ist das hier? Eine wettergegerbte Kurbel sieht aus, als wäre sie im Freien benutzt worden. Okay, im Freien. Haben wir dazu nicht auch irgendein Schreiben gefunden eben? Du bist hier. Okay, wir müssen raus. Stage 2. Alright. Let's go. Da sind wir doch wieder auf Kurs, liebe Kinder. Der alte Kies ist wieder auf Kurs. Wahrscheinlich da hinten, ne? In der Ecke. Nimm doch einfach deinen Truck und fahr heim.
bekommst nicht genug für das hier bezahlt, Alter. Ich mein, Killerpuppen. There we go. Shoot! Well, no getting back up that way. Nope. Oh dear, oh my. You seem to be stranded in the basement. How do I get out of here, Ricky? Oh, haven't a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. The roof? What's so interesting about the roof? Down here's much more intriguingly musty. Unrelated, how do you feel about blunt force head trauma? What is it this time? Well, Ray, of course. He's the best sort of monster janitor thing. But he's a little obsessed with, organic maintenance. Tends to pop out of pipes and clobber people with his wrench. Great. Are all of you puppets crazy? Well, Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Elevator. Got it. Oh, silly me. I forgot about the elevators. Really, Gordon, I wouldn't bother. The cables are probably rusted. I don't think they even run anymore. I'll take my chances. Wow, you're so courageous and stuff. Look, I gotta go wash my hair. Alter, Ricky. Stupid puppets. Was ein Dude. Traut ihr dem? Also ich nicht. Freitag, 4. Februar 1972. Der Krieg ist vorbei. Nach 20 Jahren Krieg hat die Stadtregierung endlich den vollständigen Rückzug der Truppen vom Nordkontinenten angekündigt. Der als Krieg des Schreckens bekannte Konflikt, der vor allem aus Guerillakämpfen im Regenwald bestand, forderte fast 100.000 Todesopfer. Anders als bei früheren Heimkehrern wurden die Veteranen, die in den Haupthafen der Stadt einliefen, ausgebuht und ausgepfiffen. Das zeugt von der negativen Einstellung vieler Erwachsener gegenüber jenen, die sich der Hoffnung, ihre Heimat zu schützen, freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hatten, in den Augen der Öffentlichkeit jedoch erst zu den verübten Gräueltaten beitrugen. Der Nordische Krieg wird auch als der erste Krieg bezeichnet, der im Wohnzimmer ausgefochten wurde, da die Zivilbevölkerung die Geschehnisse in der Ferne über das Fernsehen mitverfolgen konnte. Ja, stimmt. Irgendwann konnten die Leute über den Fernseher Krieg gucken. So. Was haben wir hier? Ein leerer Raum. Cool. Ich brauche den Schlüssel. Oh, wow. Boah, die Alte war aber auch schnell. Und jetzt will ihr Bruder auch noch ein bisschen was. Ah, die werden immer stabiler, die Viecher, ne? Weißt du was? Bitte. Ihr werdet gewickelt, ihr zwei. So, habt ihr jetzt davon. Da ist eine Kette dran. Was ist das denn hier? Eine kleine Puppenmaus? Ach, wie süß. Ein Foto von meiner Frau. Hey! Was hat meine Frau denn hier verloren? Okay, ich bekomme so viel Zeug. Was geschieht hier gleich? Schlägerei des Todes? Was war das denn? Was habe ich denn da eingesammelt? Metallteile. Ah ja. Wow, wow, wow. Wow. Okay, ich habe diverse Metallteile gefunden. Oh Gott. Kann man treten? Ich würde die voll gerne treten.
Eine Funktion, die Puppen, wenn sie dann so schön auf dem Boden liegen und gefesselt sind, nochmal schön ins Gesicht treten. Das wäre schon nett. Das wäre schon nett, liebe Entwickler. Oh, komm zu Daddy. Kein Platz. Wie machen wir das? Gibt es nicht irgendwie was? Bewegen wir mal hier hin. Kann man die drehen? Reicht das? Yes, baby! Der Literat. Ich muss mal ein bisschen hier Ordnung reinbringen. Was? Nein, 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 nein. So. Oh, yes. Na gut, ich würde sagen, wir haben alles, oder? Let's go. Ich habe eine neue Wumme. Ist schon mal sehr gut. Und ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. War da denn noch irgendein Weg? Naja, der Aufzug, stimmt. Den haben wir auch noch, der Aufzug, den wir untersuchen sollten. So, gehen wir mal hier durch. Ey, immerhin habe ich jetzt schon mal eine geile Waffe. Und tschüss. Schnauze. Ey, wenn man schon hat, ne, muss man es auch nutzen. Süß, die kleinen Mäuschen. Einfach nur süß. Und jetzt nerven die mich auch nie wieder. Weil ich wette, da müssen wir noch öfters durch. An alle Mitarbeiter. Aufgrund der Bauarbeiten an den neuen Bühnen wurde diese Sprengtür mit einem Lochkartenkombination gesichert. Bitte platzieren Sie die entsprechenden Lochkarten in den drei Terminals, um die Tür zu öffnen. Falls ihr eure Lochkarten verloren habt, kann dieses Gerät verwendet werden, um Ersatzkarten zu drucken. Looks like it needs power. Strom. Alright. Was brauche ich denn hier? Irgendeinen Wisch, ne? Ein Slot. Dankeschön. Habe ich überhaupt noch Platz dafür? Nicht wirklich. Wir müssen unbedingt Zeug loswerden. Ach, das ist ein Safe Room. Nice. Karte. Aha. Plus 2, minus 1, plus 6. Okay, ich verstehe. Also, ich verstehe nicht, aber es wird uns irgendwann irgendwas bringen. So, verstecken. Ich verstecke das Ding auch mal. Im Moment finde ich, brauche ich es nicht wirklich, oder? Das kann auch mal weg. Und auch die Münzen können mal weg.
So. Bewegen. Bewegen. Yep. Gut. Und speichern. Perfecto mento mucho. Wir sind sehr gut aufgestellt. Dann gehen wir mal zur Stage. Da waren wir noch nicht. Schnauze, ihr zwei! Ihr treibt mich in den verdammten Wahnsinn. Hey! Who's there? Alter, was ist das denn für eine? Der Schmied? Als Stevie und Ricky eintreten, ist Rays Werkstatt überflutet mit riesigen Mengen von Abwasser. Ray, wo bist du? Langsam und mit gesenktem Blick taucht Ray hinter einem großen Haufen Matsch auf. Ray, was ist los? Überall laufen die Waschbecken über. Alle Abflüsse sind verstopft. Ray grummelt etwas vor sich hin. Ich verstehe. Jemand hat sich über deine Klempnerarbeiten lustig gemacht und jetzt schmähst du dich zu sehr, um weiterzuarbeiten. Ray stöhnt und nickt. Ein Rohr rattert und ächzt und spuckt noch mehr Schlamm auf den wachsenden Haufen. Ray, wird nicht die Kanalisation explodieren und die ganze Stadt zerstören, wenn wir das nicht bald in Ordnung bringen? Ray, manchmal haben sich die Leute über uns lustig, selbst wenn wir das Richtige tun. So sind die Leute nun mal, aber sie sollten dir deine Freundlichkeit nicht vorschreiben. Okay, Ray. What? Oh. Jeez, that gave me a scare. What was that? Boy, do I have just the thing for you. Okay, das haben wir bereits gefunden gehabt. Und jetzt wieder Licht aus und der Hammer drauf. Ray? No way, Mr. Ray. Aha, aber... Oh, shoot. Moment. Das. Und dann hier in die Maschine rein. Aber immer noch kein Strom, ne? Whoa, what? What the fool, Alter? Großer Gott, was war das denn? Norman, der Glitch? Ray? What the? Oh nein. Okay, kann ich ihn wegsaugen, indem ich vielleicht... Wir müssen ja da wieder hin, ne? Moment, wir gehen nochmal zur Bühne und gucken, ob wir den wegsaugen können. Indem wir den Hebel halt wieder umkippen. Versuch ist es wert. Nothing to lose, baby. Ja. Ja. Ich bin ein Genie. So, das muss hier oben hin. Ist das Ding Strom?
Kann man nicht drehen. Nö. Alright. Was haben wir da? Was hatten wir? Zwei? Warte, wir haben doch irgendwas gefunden. Hier. Ist das nicht hier drin? Hier hoch. Plus 2, minus 1, plus 6. Also. Ah, okay. So, ich denke mal, oder muss er wieder zurück? Ah, ich verstehe. So, das andere wäre dann so rum. Ah, falsch. Na, jetzt habe ich es falsch gemacht. Das war falsch. Ich war bei der falschen Maschine. So, hierhin. Und runter damit. So, und das letzte Ding. Was ist hier hin? Sechs. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Ja. Alright. Let's go. Wow. Wonder how deep this goes. Ja, solche Anlagen sind irgendwie immer ultra tief, ne? Immer noch weiter rein und 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 weiter. Nee, Quatsch. Hör schon auf! Wow, 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 wow. Oh, das ist wieder der Dude. Bist du der erste Boss? Gibt's hier Bosse? So, warte mal. Der hier hängt da unten drin. Gehen wir mal hier rein. Sind die alle wieder am Leben? Das ist auch echt mies. Dass die halt alle wieder instant back sind. Was ist das hier? Irgendwo muss es hier so eine Art Generalschlüssel geben. Boah, das ist auch wieder eine Riesenanlage, oder? Alter, leck mich am Ärmel. Wow. Wer baut denn sowas hier, hä? Huh? Ich weiß nicht mal, ob ich richtig bin. Okay, ein Safe House. Nice. Na, sowas ist immer nett. Schon ein bisschen Munition. Hier ist sonst gar nichts drin. Ich krieg so ein kleines bisschen Munition, das war's. Stadtanzeiger, Dienstag, 17. Juni 1975. Leserbrief. Als Mutter eines vierjährigen Fans der Sendung Meine freundliche Nachbarschaft bin ich erschrocken über die Moralvorstellungen, die dort vermittelt werden. Erst gestern sagte einer der Figuren, man sollte immer zuerst an andere denken, auch wenn es einem schwerfällt. Aber was ist, wenn man ausgenutzt wird? Was ist, wenn das, was einem schwerfällt, dazu führt, dass man sich verletzt oder in Gefahr begibt? Ist es wirklich eine gute Idee, Kindern beizubringen, so fahrlässig mit ihrem eigenen Wohlergehen zu sein?
Ich wünsche mir, dass meine Tochter ein erfülltes Leben führt. Da brauche ich keine Fernsehproduzenten, die ihr gefährliche, selbstzerstörerische Ideen in den Kopf setzen. Ich denke, von nun an wird sie sich etwas anderes ansehen. Tja, irgendwie hat sie auch sogar recht, ne? Ich habe gelernt vor kurzem, weil ich gesagt habe zu meinem Sohn, teilen macht Spaß, dass ein Kind nicht teilen muss und dass es nicht richtig ist, einem Kind zu vermitteln, es hätte irgendwie den Drang und den Druck, teilen zu müssen. Da habe ich auch so, erst habe ich gedacht so, hä? Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe gesagt, vielleicht ist es ja wirklich so. Ja, ich meine, wenn du teilen möchtest, darfst du das, aber so diese Idee in den Kopf zu setzen, dass man alles teilen muss, schwierig. Ja, viele Dinge sagt man so und dann denkt man ein bisschen intensiver drüber nach und denkt sich, oh mein Gott. Boah, die wollen mich unterrichten. Also was sagt ihr dazu? Sollen Kinder das Teilen als etwas, ja, fast schon eine Pflicht beigebracht bekommen? Oder ist Teilen keine Pflicht? Ich meine, es ist keine Pflicht, definitiv nicht. Ein Strom. Boah, jetzt muss ich ja an dem vorbei, oder? Ah ne, der ist nicht hier drin. Gehen wir mal hier rein. Ach, hier waren wir ja eben. Das ist ja schon wieder das Ding hier. Ja gut, da waren ja auch noch andere Ecken, wo wir hin mussten. Und wir brauchen endlich den Schlüssel. Dann könnte man wahrscheinlich hier einen Generalschlüssel für die Boxen bekommen. Und da ist irgendwas drin, was wir benötigen, um weiterzukommen. Es wirkt zumindest alles sehr stark danach. Also ja, wenn jetzt mein Sohn irgendwas hat, sage ich einfach, möchtest du teilen? Okay, wir brauchen diesen Schlüssel. Ohne den kommen wir nicht weiter. Und da geht's zu Ray. Zum alten Ray Johnson. Ach ja, diese Teilengeschichte bezieht sich natürlich nur auf Dinge, die auch ihm gehören. Ne? Es gibt ja Sachen, die gehören ihm. Und da ist er halt nicht dazu verpflichtet, die mit irgendwem zu teilen. Ist ja immerhin seins. Und wenn er das nicht teilen möchte im Moment, ist es ja auch sein gutes Recht. Ich meine, wir Erwachsenen verhalten uns ja am Ende genauso. An alle, jemand klaut ständig die Schalter, mit denen man diese Türen öffnen kann. Also habe ich sie in die Schließfächer im Keller gebracht. Hier ist eine Karte, die zeigt, wo sie sind, falls ihr mal hier durch müsst. Hausmeister Hank! Es ist Ray. Mann, Ray. Also hatten die Puppen die ganze Zeit ein Eigenleben. Strange kind of breaker box. Jetzt kommen wir also an diese ganzen kleinen Schließfächer hier. Okay, Moment, das Ding können wir direkt einsetzen. Wahrscheinlich hierhin, würde ich jetzt mal mit dem Zettel behaupten. La 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 la. Wo geht's hier lang? Nirgendwo, doch. Hier geht es hier hin, aber da wollen wir gar nicht hin. Nee, wir wollen nochmal in den Raum, wo das riesige Metallgestell war. Schokoriegel. Ich habe einen Schokoriegel in meinem After. Ich habe 3 Klebeband, komm, ich gönn dir eins. Ich wette, du wirst nämlich noch oft nerven. Weil wir müssen ja da eh wieder hin. I'm a friend, I'm a friend. Alter, noch nie hat jemand so abgefuckt gruselig das Alphabet aufgesagt. So, du kommst ganz vorne an die Front. Nee.
Gibt es ja noch einen anderen Weg? Warte mal, dann hier hin. What? Ein Boot? Ich sag ja, Resident Evil. Sowas von Resident Evil. Heilen. Joa, wenn ich jetzt einen Groschen finde... Dann würde ich es tun. Dann würde ich mich jetzt heilen. Ah, stimmt, hier waren ja auch noch welche. Dachte schon, wie kommen wir da hin? Da habe ich jetzt schon gerätselt. Wie kommen wir da nochmal hin? Wirklich komplett außen rumlaufen wäre ja voll ätzend gewesen. Aber... Easy going. Boah, ich brauche diesen Schlüssel. Und ich brauche hierfür was. Welcome, welcome, welcome to... Damn. So, es fehlt aber immer noch einer. Oh, da drüben ist noch Munition, sehe ich gerade. Wann bekomme ich diesen verdammten Schlüssel? Okay, hier war auch noch irgendwo eine Box. Wir haben doch hier bei Ray irgendwo noch eine gesehen. Mann, Ray ist auch überall, ne? War das nicht beim Safehouse? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, da war noch eine. Yep. So, wir haben die Dinger. Okay, wo war jetzt nochmal der Mechanismus? Alles hier ist ein Labyrinth. Hey, yo, I'm Norman. I'm a really normal guy. Okay, das war hier, oder? Und dann irgendwo oben wieder raus und... Yep, hier. Hier rum. Warte, hier an dem vorbei. Ah, den hätte ich fesseln sollen. Norman, du bist ziemlich stabil. Aber ich habe den... Okay, der wäre wahrscheinlich auch hier gestanden und hätte mich genervt. So rum, ja. What is this? Wurde hier unten Norman gezüchtet? Oh, komm zu Daddy. Ja. Stört.
Was mit den anderen Türen? Okay, die gehen nicht. Nur die hier geht. Na gut. Flup, es muss immer einen Bolzenschneider geben. Es muss immer einen geben. Das ist so essentiell. Man kann ein Spiel nicht ernst nehmen, wenn du eine Kette und einen Bolzenschneider nicht einbaust. Da kann ich ein Spiel nicht ernst nehmen. Dann denke ich mir auch, was will er mir hier verkaufen? Survival Horror? Vergiss es. This must be the elevator Ricky was talking about. Sometimes it's big boxes. No matter what, I always open it immediately. Sorry, ich hatte mich gerade gemutet, weil ich fast gestorben wäre bei einem Hustenanfall. Wie gesagt, mit dem Reizhusten ist ein bisschen ätzend aufzunehmen. Aber ich gebe mir mein Bestes. Versprochen. Bin ich denn jetzt verschlossen? Auch verschlossen. Great. It's starting again. Okay, die Sendung geht wieder los. Tja, niemand will halt abgesetzt werden. Abgesetzt werden ist einfach nicht schön. Okay, ihr gehört auf jeden Fall abgesetzt. Wow, 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 wow. Die punchen nicht sogar weg, ich, ja. Okay. Okay, nein, nein. Okay, ist der Raum richtig? Ich meine, da drin ist unendlich viel Party. Only ring the bell once. Na, gehen wir mal da rein. Oh, was war das? Okay, die Zeitung war super schnell weg. Das ist gar nicht nice. Nothing. Also der Raum wird später wahrscheinlich noch irgendeine Rolle spielen. Exit! Aber nicht für uns. Of course it is. Aber nicht für uns. Ja gut, dann gibt es ja nur noch den Raum hier. Wow, wow, oh mein Gott. Creepy kleiner Pisser. So, erstmal heilen. Okay, hier lang. Oh, Safe Room. Gut, schauen wir mal rein. Moment. Ja. Ja. So. Na, bewegen. Lassen wir mal so. Alles klar, nehmen wir mit. Gespeichert wird auch rein in das Ding. Rein in die alte Penny-Schlucker-Maschine. Ah, komm, ich gönn mir auch noch eine Heilung. Let's go. So, ich habe irgendeine gelbe Maske oder einen gelben Puppenkopf gefunden. Alter, die ganzen Gemälde hier. Howard Philip Lovecraft, wow. Wow, weg, 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 weg. War doch hier, Pigments Gemälde, ne? Die gefräßige Bestie. Okay, hier rein.
Alter, was ist das hier für eine Massakernummer? Grenades, Baby. Ups. Grenades. Nichts. Ganz viel nichts. Zwischen die Reihen darf man nicht, okay. What the heck? Uff. Ja, war nice. Wow, 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 ich will nicht geteacht werden. Lass mir hier raus. Don't teach me. Ich bin absolut lernresistent, okay? Ich bin Bildungsverweigerer. Ich will dumm bleiben. Ist man nämlich definitiv glücklicher. Es fuck, dumme Menschen sind einfach glücklicher. Von der anderen Seite. Deswegen lautet mein Motto Stay Stupid. Und meine Zuseher können sagen, ey, das hat er drauf. Glaube ich dir. Da lügt er uns mal nicht an. Ich glaube dir, dass du dumm bleiben willst, Kies. What the... Jede Menge Loot. Ultra viel Loot. Wow, was bist du denn? Okay, ein riesiger, dummer Kaufrosch. Okay, okay. Ich glaube, wir haben alles gelootet, was wichtig ist. Let's go. What the heck was that? Alter! Oh. Du bekommst erstmal hier einen Wickel. Bam. Bitteschön. Nehme ich. Ah. Ups. Das nehme ich auch. Das war's. Mehr ist hier gar nicht drin. Okay, ich brauche diesen Schlüssel. Ich brauche diesen Schlüssel endlich. Ich bin schon wieder super voll. Ach komm. Und tschüss, Lady. Und weil ich so viel von allem habe, wickel die Alte. Ah, oh, die immer mit ihrer Post, ne? Wir lieben die Post. Wa-wa-wi-wa. Okay, wo geht's hier hin? I'm Junebug. I was asked to talk about responsibility. See, I used to be all turned upside down and I think about. Ich hab gut Muni, ne? Ich hab richtig, richtig geil Muni. Okay, was hier drin? Hier drin ist nothing. Was? FG. H.
Oder? I notice all sorts of things. Here, let's play again. Now, das nehme ich. Alter, muss jetzt singen? Norman, halt die Fresse! Das Publikum jubelt. Aufregende Musik, Scheinwerfer erleuchten die Bühne. Es ist das Essensspiel. Hier ist unser Star, Gobbletee. Gobbletee betritt die Bühne und nimmt ihren Platz am Podium ein. Auf der Bühne stehen mehrere üppige Gerichte auf nummerierten Podesten bereit. Gobbletee, unser heutiges Spiel lautet, welches Gericht? Ich stelle dir eine Frage und du musst das Gericht essen, das sie beantwortet. Bist du bereit? Gobbletee streckt ihre Hand nach einem der Gerichte aus. Nein, Gobbletee, du musst warten, bis ich eine Frage stelle. Bist du bereit? Okay. In welchem dieser Gerichte ist Blumenkohl enthalten? Gobbletee greift nach dem Teller, der am nächsten steht und schlingt ihn in einem Bissen herunter. Ein Basser ertönt. Nein, das war nicht korrekt. Okay. Wie wäre es mit, ohne auf die nächste Frage zu warten, fängt Gobbletee an, eine Mahlzeit nach der anderen herunterzuschlingen. Die Teller fliegen nur so durch. Die Luft, das Publikum jubelt. Nein, 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 nein. Gobbletee. H-I-J, Karinakisis. And Z is for... wo war nochmal die Küche? Hier oben, ne? When you go to the park, bring some food for all the wild animals. For birds, you can bring sunflower seeds. Ja, ich werde all den wilden Tierchen Essen bringen. Hey, hey, zack, halt's Maul. Oh Gott, ich sterbe hier noch. Ich leide für euch, Leute, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, der alte Kies hier wieder. Er quält sich durch. Ich bin voll. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. Aber ich hab euch trotzdem lieb. Oh, wo bin ich jetzt hier? Wild West? Und der mit Schnurrbart. Wie jetzt? Das war falsch? Ich darf den mit Schnurrbart nicht erschießen, oder was? Ah, doch. Jo, es gab jede Menge Heilung, die ich nicht brauche. Alle, wir haben diesen Tresor aufgestellt, um empfindliche Gegenstände vor den Händen der Nachbarn zu schützen. Die Kombination werde ich hier nicht nennen, für den Fall, dass einige von euch ihn lesen können, aber sagen wir einfach, dass es hilfreich ist, die Kehrseite der Medaille zu sehen. Barry Grün, Leiter der Sicherheitsabteilung. Die Kehrseite der Medaille, aber ich habe es ja offen. Ah ne, ihr meint hier. Kehrseite der Medaille. Huh. Okay, warte. Yeah. Was ist das hier? Maybe I'll give it a shot. Spielen wir ein Spiel. Drücke die Glocke, um zu beginnen. Wenn du an der Reihe bist, ziehst du entweder eine Karte oder spielst eine aus, um entsprechende Anzahl von Feldern vorzurücken. Zuerst das Ziel erreicht, gewinnt. Spezialfelder. Wenn du auf Norman landest, zieh eine Karte. Juniper ist wild. Wenn du einen Zug mit Juniper beginnst, spiele sofort die oberste Karte des Decks aus. Der arme Leonard ist so langsam. Wenn du auf Leonard landest, kannst nur einer eins spielen. Oh, und wenn du gobbelt landest, verlierst du. Okay. Teil fehlt. Ah, und er hat den Schlüssel. Die Kehrseite der Medaille. Da fehlt auch was. Aber hier war ja nichts drin, oder? Das war Heilung. Okay, hier kann man auch noch durch. Okay, die Spielfigur war auf dem Schachbrett. Ich dachte, man müsste beim Schachbrett vielleicht irgendwas machen und dafür Züge finden oder so, aber nö. Es war einfach nur die Spielfigur für dieses Spiel hier. What? 1, 2, 3. Hey, 1. Warum kann ich das nicht? What?
Wenn ich auf Norman lande, muss ich eine Karte ziehen. Ach, ich muss die Top-Karte vom Deck dann spielen. Okay. So. Eins. Alter, ist der ist gut drauf, der Boy. Wow, kann ich überhaupt gewinnen? Na gut, ich habe nur noch die hier. Play by the rules. Warum denn? Achso, ja, Leonard. Oh, bin ich jetzt wieder bei null. Ich habe einen Leonard erwischt. Oh, das ist ein gutes Deck. Machen wir eine 2. Darf ich eine Karte ziehen? Eins, zwei, drei, wäre ich tot. Also eine 2. Nochmal eine 2. Gut, ich ziehe eine. Okay. Okay. Gewonnen. Oh, kein Platz. Ich brauche eine Inventarerweiterung. Sehr dringend, sehr schnell. Wo bin ich nun? Okay, ich bin oben und da laufen irgendwelche Filme. In der Werkzeugkiste ist kein Platz mehr. Ist hier denn nicht irgendwo ein Safe Room endlich mal? Weißt du, schon wieder so weit gekommen? Wo bleibt der Safe Room? War hier nicht einer? Hier war doch einer, oder nicht? Okay, hier ist die böse Maske. Und hier war doch der Safe Room. Ich meine ja. Nein, war er nicht. Okay, hier war keiner. Karte. Ich bin hier. Hier ist kein Safe Room, oder was? Auf der ganzen Ebene nicht. Können wir das hier reinfegen? Huh. Music! Nee, ich habe Musik noch nie gehört. Ey, das Fressvieh ist weg. Kein Fressvieh anymore. Oh, das Vieh ist jetzt da draußen. Bams. Und jetzt hier oben hin. Ja. Alter, wie das Ding aussieht, ne? Irgendwie schon richtig cool. Also, ich finde das Design der Viecher schon recht gelungen, muss ich sagen. What the heck, lady? Hello? Hello? Hey! Hey, hey! Oh, no.
Okay, hier kann ich noch was aufmachen, aber es ist hier nicht irgendwo ein Safe Room. Es muss doch irgendwo ein Safe Room geben. Es kann es doch nicht sein, dass es hier gar nichts gibt, um mal zu speichern. Du bist kein Freund, Freund. Schokoriegel. Du bist kein Freund. So, jetzt bin ich ja wieder hier. Ah, aber das kann ich öffnen. Eine Münze und eine Maske, aber ich bin zu groß, also zu voll. Benutzen. Ja. Klebeband ist wertvoller. Wir haben davon noch welche. Ah, so weg. So, jetzt habe ich hier noch ein Gesicht. Was mache ich mit den ganzen verdammten Drecksgesichtern? These are the hydraulics for the elevator. But where's the fluid tank? Okay, wir brauchen Tank dafür. Wo finde ich den? I don't know. Wahrscheinlich in the mail. In the mail. We need the mail. I learned my numbers when I was a kid. So, hier durch wieder. Was mache ich mit den Masken? War da oben nicht noch irgendwo eine Tür? Boah. Die stand ja top, die Lady. Die stand ja top. So, das nochmal hoch. Hier rum. Und ich glaube dann hier. Ich will nochmal den Raum, wo wir die andere Maske noch holen können. Das war doch hier, oder? Ja. Waren wir hier drin? Das war der Filmraum, okay. Aber hier gab es doch noch irgendwo ein Eckchen, wo man noch hin konnte mit dem Schlüssel. Wait a moment. Projektorraum. Ich hätte schwören können, da war irgendwo noch ein Raum. Die halten aber auch nie die Klappe, ne? Nie. Ich weiß wieder, wo es war. Und zwar bei der Treppe mit den vielen Bildern. Genau, da war noch ein Raum, den konnten wir nicht öffnen. Und ich glaube, der müsste hier sein. Ja, da ist er. Da ist der gute Raum, den wir suchen. So, und hier muss es doch irgendwie weitergehen. Einen guten Tag. Okay, warte. Ja, guter Tag, oder? Norm hat einen schlechten Tag. Wahrscheinlich das hier. Und die eine hat eine Maus gefunden. Und den anderen haben wir nicht. Weil wir keinen Platz hatten. Weil wir ja nirgendwo ein Safehouse finden. Auch wenn der Chat jetzt wahrscheinlich schreibt, oh, da waren doch 20.000 Safehäuser. Mach mal die Augen auf. Du Depp. Du Dreckiger, du Blöder. Ich schlag dir in die Fresse. Aber der war hier, ne? War der hier? Der Mann im Raum, den man erst aufschließen durfte. Also hier. So viele Türen, durch die wir durchgehen. Da ist das gute Stück. Der Raum ist noch nicht mal fertig. Ah. Der Raum ist immer noch nicht fertig.
Der Raum ist fertig. Der will immer haben, dass ich irgendwelche wilden Tiere füttere. Was ist das für eine kranke Sau? Man soll wilden Tieren kein Essen geben. Und gib den Vögeln noch ein wenig Reis. Da würde ich mal sagen. Was war das? Oi. Okay. Ich habe Würfel gefunden. Hatten wir irgendwas mit Würfel? Ah, endlich. Ich wusste, dass hier irgendwo noch ein Safehouse war. So, ja, weg damit. Weg. Auch weg. So. Jetzt ist eigentlich relativ viel Platz da. Also die hätten echt irgendwas in Richtung Inventarerweiterung machen müssen. So. Ich baue noch hier eine. Heilung brauche ich nicht, aber speichern. Klonk. Und dann kannst du das Ding eigentlich wieder reinschieben. So, Würfel. Was haben wir denn mit Würfel? Würfel, Würfel, Würfel. Der Safe. Der Safe hatte sowas. Also mit Würfeln. Bubblegum. Bubble, wobble, wobble, bubble. Gobble, 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 bubble. Und der Safe war hier. Gott, sind das alles Psychos. Ich hätte das alles hier niedergebrannt. Aha. Jetzt kann ich hier die Würfel reinmachen. Okay, und das muss ich wahrscheinlich... Warte mal. Das ist eine 6. Auch eine 6. Nee. Ah! Der hier verändert sich. Ist eine 3. Der soll eine 6 sein. Und der hier... Eine 1 ist dann... Ah, okay, ich muss es spiegeln. Okay, 5, meint so rum. 3, 2, 5 wäre dann 3, 2, 5 spiegelt sich das eine 2? Jo. Und darin befindet sich der Tank. Und sonst nix. So, und der Tank... Wie komme ich da nochmal hin? Der war in dem unteren... In dem unteren Studio. Music! Music! Oh, I love it so much! Also muss ich hier durch... So, jetzt bin ich draußen. Da müssen wir ganz runter. Alter, das ist jetzt eine Rennerei, du, ne? Das musst du alles merken. Klar, du hast die Karte, aber irgendwie ist man ja trotzdem immer dabei, sich diese ganzen Hotspots im Kopf abzuspeichern. Lady. TV-Studio. Hier rein. Dann geht der Lift.
Der should fix that elevator. So, Aufzug sollte gehen. Da weiß ich, wo er ist. Aber was mit diesen ganzen Filmrollen? Hatten wir auch noch was? The mail. The mail comes every day. So, hier war der Lift. Jetzt, wo führt mich der Lift hin? Wo führt mich dieser Lift hin? Der geht ja eigentlich wahrscheinlich nach oben. So, Chefetage. Big Player Studio. Merchandise, Actionfiguren. Der ganze Dreck, den wir alle lieben. Erstmal hier hin. Okay, wird das irgendwas freigeschaltet? Ah, Safe House Connection. Okay, das ist cool. So, jetzt bin ich oben bei El Jefe. Maybe this unlocked the front door. What? Echt jetzt? Wir steppen einfach out of the front door? Waiting room. Huh. Irgendwas gibt es hier noch zu looten. Ah. Jupp. Und schwupps. Und jetzt schauen wir mal, ob wir... Was zum... Haben wir jetzt ein Problem? Holy moly! Au! Aufs Auge? Ey, das ist mies, Alter. Ey, komm schon, da kannst du ja gar nicht ausweichen. Oh man, that's gonna hurt. Okay, warte, ich brauch sowas hier. Wenn ich jetzt drauf gehe, ne? War es das dann komplett? Ich hab's eine ganze Weile nicht mehr gespeichert, Bruder. So, hier. Ey, die kleinen Mistviecher hier. Oh, snap. Alter, was für ein durchnes Drecksvieh. Okay, Gordon, what's next? Nun, was jetzt? Vielleicht hier drüben hin. Ich meine, es leuchtet, oder? Ist doch immer ein gutes Zeichen, wenn es leuchtet. Und... Let's go. Doch nö, wird das ein Labyrinth? Wird das so jetzt ein böses, abgedrehtes Labyrinth? Boah, geil. Brauche ich im Moment nicht mehr, deswegen weg. Weg. Bewegen wir mal hier hin. Gesund bin ich.
Karte nehme ich mit. Was ist das hier? Nehme ich mit. Nehme ich mit. Okay, hier drin ist clean. Let's speichern. Gut. So, zeig mal die Karte. Ich bin in einem Labyrinth. Und ich höre einen Krankenwagen. Da draußen ist Zivilisation, aber niemand rettet mich. Ist verschlossen. Ha. Ach, hier war auch noch eine Tür. Gordon, where are you going? Where do you think? What's the matter with you? Don't you want to be our friend? You have a funny way of making friends. I'm lucky I haven't been hugged to death, or eaten. Okay, I admit we're not at the top of our game, but you can't throw us out just because we've made a few mistakes. I'm just doing my job. Uh-huh, sure. I take it blasting your way through hordes of allegedly psychopathic puppets is a normal day at work for you, hmm? Seriously, Gordon, who hurt you? I don't know what you're talking about. No? So you were just born a bully? I'm not a bully! Surprised you're not a detective. They're always bashing down doors and brandishing guns. Or maybe a GI. Give you a chance to rampage through some small defenseless... Don't say that, Ricky. Say what? Don't talk about the war. Why not? Just saying. Seems like exactly the sort of place you... got. Alles klar, Mr. Freeman. Da kommen die alten Wunden hoch, oder wie, oder was, oder was, oder wie. Verschlossen. Alright. Kann man da durch? Ja, bringt aber nichts. So, das ist jetzt die Abkürzung. Auch eine sehr unspektakuläre Abkürzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr unspektakulär. Okay, was war das? War das ein Hund aus Resident Evil? Okay, wir brauchen eine Batterie. Das war doch ein Hund aus Resident Evil. Das Labyrinth, Resident Evil 4, Heckenlabyrinth. Oh, hier ist ja wirklich eine Hundeklappe oder sowas. Yikes. Und hier sind Hundehütten und Flopper. Oh nein, wir müssen Hunde füttern. Und ich wette, diese Hunde sind voll die Psychos. Gestern Abend sah ich mir die Wiederholung einer alten Nachrichtensendung aus der Kriegszeit an, als mir eine Meldung ins Auge sprang. Bei einem Einsatz wurde ein Zug unserer Soldaten beinahe in einer entzündeten Mine verschüttet. Während sie noch zum Eingang rannten, begann einer der Stützbalken des Tunnels einzubrechen, bis ein Gefreiter, Joshua Hartman, ihn mit seinen Schultern abfing. Während er den Balken hochhielt, kletterten seine Kameraden unter seinen ausgestreckten Armen hindurch heraus. Bis er, nachdem alle draußen waren, losließ, der Tunnel über ihn einstürzte und ihn für immer unter der Erde begrub. Als ich diese Meldung hörte, empfand ich ein Sammelsurium verschiedener Emotionen. Mitleid über die verschwendeten Menschenleben, Wut über die Ungerechtigkeit des Krieges, aber vor allem fühlte ich Entsetzen. Entsetzen darüber, dass man überhaupt in so einer Lage kommen konnte. Entsetzen darüber, dass dieser Soldat als Inspiration angepriesen wurde. Das einige Leben für einen anderen zu opfern, alles zu verlieren, den Schleier zu lüften und die Trümmer des eigenen Lebens im Nichts verschwinden zu lassen. Wie kann man das von einer anderen Person verlangen? Wer würde das freiwillig tun? Und wenn man es nicht tut, wird man dann ein Feigling genannt. Ey, da geht's ja ganz schön viel um die Aufopferungsmoral.
Aber stimmt, oder? Man wird immer so zelebriert, schmeißt dein Leben für andere weg und du bist ein Held. Dein Leben einfach weg. Einfach in die Tonne damit. Du Held. Munition. Was ist das denn? Er ist leer. Sieht aus, als würde er mit der falschen Chemikalie auslaufen. Ah. Maybe I can use this to dissolve whatever's blocking the elevator in the hotel. Okay, ich habe einen neuen Schlüssel. Und habe eine Notiz, die ich nicht gelesen habe. Moment. Chip, 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 chip. Hier ist noch irgendwas drin. Hier ist immer noch irgendwas drin. Vielleicht aber auch da die Maschine. Das zählt, glaube ich, auch zu Sachen, die nicht erledigt sind. Deswegen gehen wir mal in den anderen Trailer rein. Heilung. Nothing. Oh, die Batterie. Muni, as always. Ab geht's in die nächste Hölle, ne? Bis jetzt noch keinen Hundi gesehen, der mir volle Kanne in den Arsch beißen will. What? Oh, jetzt bin ich hier. Adios. Nerv nicht. Aha. Oh, dafür habe ich nicht genügend Platz. Oh, hey there! It's nice to meet you. Aber jetzt. Oh, he was. Hey there, kids! I live in your TV. Hey! What? War der nicht mal irgendwie tot? Oder? Der lag doch mal hier so rum. Okay, das Boot ist hier, aber wo bringt mich das Boot hin? Oder funktioniert das gar nicht, das Boot? Nö, das Boot ist kaputt. Cool. Das Boot ist Schrott. Okay, was brauchen wir denn alles? Im Endeffekt brauchen wir Filmrollen und Chemikalien. Das sind die Dinge, die wir jetzt benötigen. Kein Platz. Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft. In letzter Zeit hat die Stadt einen wirtschaftlichen Abschwung zu verzeichnen, der auf eine Reihe neuer Konzerne und ihrer aggressiven Unternehmenspolitik zurückzuführen sind, die den Profit für das Wohl der Verbraucher stellt. Einer dieser Konzerne, Nebuzaradan und Co., erwirbt in rasendem Tempo Immobilien, was in vielen Fällen zur Zwangsräumung der bisherigen Mieter führt. Das Programm zielt darauf ab, die Stadt in eine Gemeinde umzugestalten, die den wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zugutekommt. Man kann keine Omelets machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen, sagt Ronald Reichbauch, Geschäftsführer von Nebuzaradan, kürzlich in einem Interview. Auch wenn es für manche schmerzhaft sein mag, wir schaffen hier eine Stadt, die zukunftsfähig ist. Alright, ich habe schon wieder keinen Platz. Ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Und hier ist noch was.
Okay, warte. Das ist ein Vierer-Ding, ne? Machen wir es so. So. Und dann müssen wir jetzt wieder komplett zurück zum Theater. Alter, das wird ein Weg. Yo, ich bringe uns zum Theater zurück. Das schaffe ich schon irgendwie. So, Freunde. Ich habe schon die Filmrolle oben reingemacht. Und jetzt gehen wir in den Raum, den wir hier noch nicht öffnen konnten. Dafür brauche ich dich hier. Norm. Ob wir den jemals besiegen dürfen, den Dude? Aber hier war ja noch ein Raum. Und zwar, ich glaube, hier. Schwupps, rein mit uns. Stirb! Puppe! Stirb! Fahr doch einfach zur Hölle! Ich weiß, dass du sterben willst, also do it. In den letzten Jahren ist die Zahl der Fernsehzuschauer in die Höhe geschnellt. Das Fernsehprogramm hat sich vervielfältigt und diversifiziert, da die Sender versuchen, aus dem schnellen wachsenden Publikum Kapital zu schlagen. Neue Lieblingssendungen wie Tatort, Stadt und Drama des Tages erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da die Kinder der Kriegsgeneration, die langsam das Erwachsenenalter erreichen, die Fernsehgewohnheiten ihrer Eltern übernehmen. Gleichzeitig sind die Einschaltquoten von Meine freundliche Nachbarschaft stark gesunken. Umfragen zeigen zwar, dass die Sendung bei den unter 6-Jährigen so beliebt ist wie eh und je, die jüngere Elterngeneration jedoch hat immer weniger Interesse daran, sie ihre Kindern zu zeigen und bevorzugt stattdessen Mainstream-Sendungen wie Chaos bei den Dinos. Das hat die Rundfunkgruppe des Stadtsenders dazu veranlasst, Druck auf die MFN-Studios auszuüben, damit sie die Grundprinzipien der Serie überdenken. Sag ich ja, ist langweilig. Ich habe das als Kind schon gewusst. Bumm. Wieso halten einige sau viel aus und andere gar nichts? So, und was gibt es hier? Nochmal eine Chemikalie fürs Chemielabor. Okay, es fehlt noch eine Filmrolle. Und die müsste eigentlich am Anfang der Kanalisation sein. Also wo man noch nicht so ganz weit unten ist, sondern wo man noch in diesen, keine Ahnung, Wartungsräumen oder was es auch war ist. Da müsste die doch eigentlich sein. Also die Tür zumindest. Was da drin ist, I don't know. Vielleicht eine Chemikalie, dann können wir da weitermachen. Oh, hier sind Hunde. Hier sind Hunde. Da, wo wir den Lift gerufen haben, um eben in dieses Theater-Ding reinzukommen. War das hier? Nee. Was hier drüben? Wo bin ich? Ja, es war da drüben. Es war da drüben und du schreist jetzt nicht. Nee, hier geht's nur noch. What? Jetzt bin ich total verwirrt. Also waren wir doch richtig. Adios, Brzezinski. Ja, hier geht's zu Stage 2. Das war schon mal nicht. Und den müssen wir eigentlich auch irgendwie besiegen können. Also hier warten auf uns noch richtig viele fette, große, böse Gegner Renos. Ja, genau, das war's. Hier war ich noch nicht drin.
ist das denn? Okay, was war das? Wir nehmen es mit. Pa. Ah, der hat einen verdammt miesen Tag, der Dude. Ja gut, ich habe keine andere Wahl. Das Inventory ist sehr, sehr limitiert. Ich meine, ein bisschen was könnte ich loswerden, aber sonst... ist das Ding halt wirklich randvoll, ne? Schwupps! So, und von hier aus... müsste ich ja eigentlich nach oben kommen. Alter, leave me alone! Psych! Psych, ey! So, wir haben alle Filmrollen. We did it! Wo war hier nochmal der Safe Room? Ey, ich vergesse das jedes Mal. Jedes Mal vergesse ich, wo hier der Safe Room war. War der hier angebunden? Nee. I don't know. Egal, wir geben jetzt die Filmrolle ab. Na, mittlerweile kenne ich mich ja hier in diesem riesigen Gebilde auch ein bisschen aus. Ich bin ja nicht mehr ganz blöd. Ich bin blöd, aber nicht mehr komplett. Psycho. Alle hier komplette Psychos. So, warte mal. Was macht sie da unten? Was macht er da? Irgendwie eine Kombination eingeben? Gibt es irgendeine Reihenfolge? Okay, sie geht weiter runter. Was war das, Schneewittchen? Nee. Sowjet-Version von Schneewittchen. Okay, jetzt ist sie depressiv. Depressed? That's the way, man. That's the way. Ist es Lizenzmusik oder ist es so eine Musik, die schon so alt ist, dass man sie spielen darf? Okay. Jetzt kann ich sie abknallen. Hier war doch der Kinosaal, oder? Oh, da weint jemand. Hat sie Salzstreuer als Finger? What the what? Life can get it down sometimes, huh? First time I ever saw a movie as a kid, there was this scene of a man riding into this big blazing sunset, and I remember when it came up, it just caught me. I don't know if it was the plot or the music or what, but my heart just suddenly leapt, like I had just heard an old friend calling my name. And I sort of forgot myself and turned around, thinking someone was behind me.
But all I saw was a little star of light coming from the projection booth. No one else turned around. They all were just focused on the screen. But it felt so real. So solid. Never knew what to make of that. And eventually I forgot about it. I guess during the war I got distracted. But it just came back to me now. Okay, ich habe ihr geholfen. Ich war therapeutisch. Du bist jetzt mein Freund. Wir hatten noch was im Abwasserkanal. Und zwar, wie komme ich denn da wieder am besten hin? Und zwar bei diesem Geländerkonstrukt, wo das Wasser fließt. Da war auch noch was. Auch noch eine Tür. Mal sehen, wie ich da am besten hinkomme. Es war halt richtig tief unten. Richtig schön tief in der Matsche. Das müsste ja dann hier sein. Oder? Ich war im Moment. Ich bin hier. Mann, es sind überall diese Drecksköter. So, lass mal ganz kurz hier rein. Na, aber hier bin ich richtig. Aber kann ich hier einen Safe-Raum mal ein bisschen umsortieren? Was kann ich denn eigentlich mit diesem komischen... Was kann ich damit machen? Box ist voll. Gut, brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. Brauche ich nicht mehr. What? Na. Gut, friss ihn halt den Riegel. So, speichern wir auch nicht dumm. Katsching. Alright, hier wären wir. Mann, das sind jetzt voll die Umwege, weil auch einige Wege gesperrt sind. Du holst die Abkürzung, ne? Und dann gibt es wieder Wege, die sind komplett zu, gesperrt, kommst nicht mehr durch. So, hier ist der Raum. Hier ist der Raum. Und wir sollen das Ding reparieren. Ja. Da siehst du, repariert. Echter Handwerker löst das Problem. What do you want? Fix. Yeah, I fixed. Ow. Fix. I just look, when you've got a problem, you can't just clam up and start hitting everything with a wrench. That won't fix anything. Good. Well, I'm going now. Okay, die sind alle gar nicht bösartig, sondern einfach nur dumm. Die sind einfach alle nur dumm. Gut, jetzt brauchen wir noch eine Chemikalie und dafür müssen wir, glaube ich, ins Startgebiet.
Denn da war ja auch noch so ein Raum. Also nur Spekulation. Aber wohin denn auch sonst, oder? Und dafür müssen wir wieder komplett außen rumlaufen. Ich sag ja, super viel Rennerei. So. That's the place. Nee. Das war irgendwo in der Garderobe. Alter, warum halten die auf einmal auch so super viel aus? Wo war denn die Garderobe? Hier, dann runterspringen. Hier rum. Ja. Da ist es irgendwo. Das ist der Schlüssel fürs Klettergerüst. Also müssen wir jetzt in den Garten zurück. Dafür müssen wir hier durch. Ich glaube hier durch. Und ich habe bald keine Munition mehr. Ich bin hier nur am Wandern. Das ist so viel jetzt rumgelaufen. Oh, ich steck. Schnell, ich will nicht gefressen werden. So, rein mit uns. Eingang zum Klettergerüst. Hier rum. Ich würde dich ja niederschießen. Aber wie du siehst, habe ich keine Munition. Nerviges Drecksvieh. Die kannst du auch nur betäuben. Kannst du nicht ausnocken, bis du den Bereich wieder verlässt. Oh Gott. What? Gibt's irgendeine Referenz? Gibt's irgendwo ein Bild? Ah, Moment, da waren noch Fotos, oder? Ha. Sie ist hier. Ist das hier? Boah. Busfahrer ist hier unten oder der Taxifahrer. Wo waren denn da noch welche? Ich weiß nicht, wo die anderen. Ich will halt nicht zu dem Köter. Ich weiß, er war unten. Die gibt es ja auch noch. Oh mein Gott, die sind überall noch im Labyrinth. Es war super mega ätzend. Ich musste nochmal durch dieses Labyrinth rumrennen. Und in dem Labyrinth sind auch nochmal zwei Hunde. Ich bin sogar gestorben. Und das Spiel hat ja keine Checkpoints. Sondern du landest da, wo du zuletzt gespeichert hast. Da musste ich nochmal alles wieder zurücklaufen. Ich habe super wenig Munition. Also jetzt gerade ist so der Punkt erreicht, wo ich mir denke, uff, das Spiel hasst mich. So, Dankeschön. Die Chemikalie. Das Spiel hasst mich gerade. Das war sehr, sehr stressig. Okay, wir rennen. Und wir müssen hier hin zum Labor. Ja, und hier ist direkt wieder der nächste Hund. Guck mal, die stehen auch so, dass du keine Chance hast, ne? Du kannst sie auch nicht irgendwie umgehen. Hogan ist schon wieder fit. Man muss noch irgendwelche Pappviecher finden. Da drehst du durch.
Das Ding hängt mir schon wieder an Backen. Das Vieh will mich schon wieder wegnaschen. So. Alright. Wasser ist hier. Jetzt brauche ich den Zettel. Rot, 1, 2 Sekunden, grün, 3, 4, okay. Mal sehen, ob das so funktioniert. That didn't sound good. Should check the directions. Das war zu lang, okay. Hä? Oder ist es... Warte. Rot, grün, blau und dann wieder grün. 1 bis 2 Sekunden. War ich den jetzt zu lang? Oder zu kurz? 1, 1, 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Okay, ich glaube, ich habe den zu kurz gemacht. So, das ist jetzt Klebstofflöser und damit müssen wir wahrscheinlich dahin, wo wir am Anfang waren. Denn ihr wisst, da gab es eine Tür, eine Aufzugstür. Ja, jetzt muss ich hier wieder an dem Hund vorbei. Oh nein! Du kannst dich da nicht durchmogeln. Und wenn ich jetzt drauf gehe, boah. Wäre äußerst unschön. So, antriggern. Hat er nicht, aber egal, wir kommen trotzdem durch. Adios. Und rein mit uns. Ja, die Hunde sind super ätzend. Ich denke, die kannst du loswerden, indem du die fütterst. Aber, boah, ich habe keine Ahnung, wo Hundefutter ist. Ich habe keine Ahnung, wo man Hundefutter findet. Sonst hätte ich es ja schon längst gemacht. Ich hätte die einfach gefüttert. Dann wären die da wahrscheinlich. Dann hätte ich meine Ruhe gehabt. Was zum Geier ist das hier für eine Pappschachtelwelt plötzlich? Hello? Ist hier jemand? Okay, Puzzleteile fehlen uns hier. Kann man hier rein? Ein neuer Schlüssel. Ich bin eingesperrt. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Hängen hier Bilder? My Art by Arnold. Die Türen? Real looker here. Mommy must be proud. Das soll er sein. Der tötet die anderen Muppets. Penthouse. Dafür brauchen wir seinen Pappschlüssel. Hier sind Bilder, aber mit denen kann ich nichts machen. Bin hier.
Na gut, hier ist die Kiste noch zum Looten. Alter, die Musik macht mich wirklich wahnsinnig, Bro. Games. Alright. Okay, ist das so eine nette Spielerei, oder? Aha. Aha. Nix. Oh, nehme ich auch noch mit. So, hier bin ich clean. Boah, was ist das denn? Eine Küche. Kleinhacken. Ja, aber was? Alright, alright, alright. Kann ich irgendwas einsammeln jetzt? Ah, hier. Okay, das ist irgendeine Kochshow, die wir dann noch machen müssen. Überprüfen. Okay, das sieht auch alles sehr speziell aus. Da ist auch noch eine Tür. Hier ist ein Hebel. Na gut, gehen wir mal hier hin. Kann ja nur besser werden, ne? Safe Room. Also wirklich viel Zeug habe ich eigentlich nicht zum Wegsafen. Okay, wir brauchen den Schlüssel, um hier diverse Dinge aufzumachen. Heilung wäre sexy. Und ja, dann natürlich auch speichern. Ploink. Weg. Aber nett, dass man irgendwie immer noch einen Groschen bekommt, ne? Man ist nie komplett aufgeschmissen. Mach mal den Riegel, könnte ich hier noch reinhauen. Ja. Yo! Na, also im Moment geht hier gar nichts. Im Moment stehen wir hier voll auf dem Schlauch. Es muss irgendwas mit der Kunst zu tun haben. Es gibt nur einen Bereich, wo wir noch rein können. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Einen Bereich können wir noch hin. Aber hier geht im Moment absolut nichts. Ne? Absolut nichts. Aber vielleicht darf hier auch noch gar nichts gehen. Das Spiel ist ja gerne mal so ein bisschen kryptisch. Vielleicht müssen wir erst hier hin. Was ist das hier? Bomben? Ah. Ah. Aha. Mit einer blauen Toolbox. Okay, hier passiert nichts. Muss ich erst die da unten ausmachen? Was ist das hier? Irgendwo ganz da oben. Moment, Moment, Moment. Geht aber auch nicht, oder was? Geht der hier? Ah, jetzt geht der hier unten, ist offen. What? Okay, jede Menge Loot. Was ist das hier? Ein riesiger Vogelkäfig. Also kommt hier der Vogel als Boss. Ja, da bist du voll. Da bist du voll, mein Sohn.
Weg. Joa, jetzt müssen wir nur gucken. Das hier, ne? Okay, da geht da unten was auf. Ah, Hundefutter. Boah, ist ein Riesensack. Der hat ja einen riesigen Sack, der Mann. Ist ja ein Riesensack, du. Aber bringt mir das irgendwie Vorteile da oben in diesem Cartoon-Zeichen-Ding-Dingens-Ding-Dingens-Geding? Wenn ich hier Hunde füttere, bin ich dann los? Das wäre halt echt gentle. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Stuff wieder besitze, wäre es trotzdem echt nett. Müssen wir noch den Riesenvogel töten? Pearl? Die kleine Perla? Kein Wal, sondern Vogel? So, danach sind wir vielleicht Freunde. Oder die Hunde sind halt abgelenkt oder sowas. Ich denke, das wird's bringen. Aber was mir das dann da oben bringt, I don't know. I don't know. Ihr seid gar nicht böse. Ihr seid einfach nur dumm und hungrig. Wir sind einfach nur alle dumm und hungrig. Ja, fein. Ja, fein. See, you're not so bad after all. Süß. Jo. Jetzt bin ich best friends mit den Dogos. Aber jetzt geht's ja wirklich nur noch da oben weiter. Und sind hier noch böse Hunde? Nö. Alle weg. Okay, das ist schon cool. Das sind schon coole Sachen in dem Spiel, dass man so mit der Welt interagieren kann. Dass eigentlich alle gar nicht so fies sind, sondern einfach nur dämlich. Oh, geil, Mann. Hätte man eigentlich vor dem Labyrinth-Rätsel machen müssen, ne? So, aber was da oben? Wir haben den Computer, wir haben die Küche. Hier ist nichts. Oder vielleicht doch. Ich wandere allein durch die dunklen Straßen der Stadt. Das Viertel ist menschenleer, zerfressen von Konzernen, die sich über die Stadt hermachen wie Aasgeier über einen Kadaver. Die verfallenen Gebäude, das zerbrochene Glas, das auf dem riesigen Pflaster glitzert, das durchgedrückte Auto, das sich auf seine platten Reifen stützt, erwecken den Eindruck, als wäre das Herz der Stadt zu einem Schlachtfeld geworden. Der schwache Schein einer Ampel verleiht der ganzen Szenerie eine übernatürliche, geradezu unwirkliche Atmosphäre. Ich zähle die Reihen von Fenstern, hinter deren zugezogenen Vorhängen sich die ein oder andere Person in einem dunklen Apartment versteckt und alleine fernsieht. Ein quälendes Gefühl der Angst nagt an den Wurzeln meiner Eingeweide. Ich fühle mich, als stünde ich am Rande eines schwarzen Abgrunds, kurz davor, in die Leere zu stürzen und für immer zu verschwinden. Ich bin allein. Selbst hier, im Herz der Stadt, bin ich unendlich allein. Okay, Raum ist geklärt. Der hier ist nicht geklärt. Aber ich wette, das kann man irgendwie öffnen, oder? Ja. So, wir speichern erstmal wieder hier.
der Computer. Irgendwas muss doch da gehen. Sounded like that came from the other room. Wie, von der Küche oder was? Aber wir gehen hier rein. Nee. Auch nix. Wow, war die schon immer hier? Hat sich nichts geändert, ne? Okay, er hat gesagt, hier ist noch eine Tür und hier drüben ist auch noch eine Tür. What the? Nein, nein, absolut nein, nein. Hier, bitteschön. Okay, ich brauche den Schlüssel. Hier hat sich was geöffnet, aber ich brauche den Schlüssel. Aber wenn ich den Schlüssel nehme, bin ich eingesperrt. Okay, zeig mir nochmal den Computer. Ich guck da mal weiter. Wie komme ich an diesen Schlüssel ran? Wo sind meine Socken? Fisch, 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 Fisch. Irgendwas mit seiner Katze. Okay, keine Hinweise. Bilder. Ist doch alles Bull, Alter. Ist doch alles Bull. Okay, zeig mir die Küche nochmal hier. Was steht denn da? Milch plus C gleich Käse. Milch plus C, was ist denn C? Herd, Mikrowelle? Alright, ich habe den Käse. Käse schneiden gleich Banane. Alright. Habe ich jetzt im Inventar? Jo. Und was mache ich mit der Banane? Im Kochtopf. So, dann Tomate wird zu Ketchup. What? So, Ketchup in die Mikrowelle wird zu scharfer Soße. Dosen müssen auf den Herd für 20 Sekunden. Okay, warte, 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 ich brauche Platz. Flop. So, jetzt müsste da eigentlich die Banane reinpassen, oder? Achso, nee, passt natürlich nicht. So, aber jetzt. Ich will doch die Dose draufpacken. Dosen. Dosen auf den Herd. Ah, jetzt. 20 Sekunden.
Okay. Nicht angucken oder was? 20 Sekunden lang nicht angucken. Oh, dann schaue ich ihn mal 20 Sekunden lang nicht an. Sind das echte 20 Sekunden? Sind sie schon rum? So. Warte, jetzt habe ich wieder... Was werfe ich denn weg? Es ist so ätzend. Das Inventar, dass es aber auch nicht erweitert wird. Ah, komm. Ja. Na. So. Das ist alles in den Kühlschrank. Egal wie. Oh Mann. So, Küche ist erledigt. Alright. Falscher Schlüssel rein. War hier noch irgendwas? Nee. Jetzt wieder in den ersten Raum und das Buch bauen wir. Ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil haben wir. Hierhin. Und jetzt? Ah! Alright. Langsam wird's ganz schön weirdo. Sorry. Butz. Ey, wenn schon, ne? Baller sie weg. Schwimmbad. Okay, warte, das ist irgendeine Kunstgalerie hier. Oh nein, dazu brauche ich die Reihenfolge wahrscheinlich aus dem Heftchen. Wahrscheinlich ja, ne? Schnauze, Schnauze, Schnauze. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Was hau ich denn weg? So.
Also, hier habe ich noch... Jetzt wieder hier. Eins ist das hier. Zwei ist Catdog. Drei ist der Teppich. Vier ist... Kreise. Obst. Eins ist quadratische, also geometrische Formen. Catdog, Teppich, Kosmos, Obst. Okay, mal gucken, ob wir es hinbekommen. Der Raum ist echt abstrakt. Oder wir gehen hier durch, das sind wenigstens nur die hier. Nur die kleinen Muppets, die ich über alles hasse. Da sind wir wieder in der Galerie Brugeur. In der Kunstgalerie Brugeur. Das ist das letzte. So, das ist die 1. Catdog ist die 2. Teppich ist die 3 gewesen. Der Kosmos. Und Obst. Jut. Putz, putz, putz. Haben wir eigentlich das hier schon geöffnet? Nö. Okay, ein Teil fehlt noch. Ein Teil. Und dann sind wir durch. Mit dem Puzzle, Schlamassel. So. Ah, geht wahrscheinlich auch irgendwas auf. Irgendwie muss ich an Bandy denken, wenn ich das Level hier sehe. Warte mal, das geht nicht auf. Moment, das muss doch gehen, oder? Weil laut Karte ist ja da auch was. Also irgendwas, irgendwie muss man das aufkriegen können. Man hört ja auch ein Geräusch, also irgendwas öffnet sich. Also wie gesagt, laut Karte... Ja. Alright. Guck, guck. If you didn't stop banging on the piano like that, my ears were gonna start bleeding. Play to what? No. Play to what? I can't read music. Get off me, you... Okay. Sounds good, buddy. I'm gonna go now, okay? Irre. Geisteskrank. Komplett geisteskrank, der Dude. Wie jeder hier. Herr Jerswald, hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass die Sendung
meine freundliche Nachbarschaft mit sofortiger Wirkung abgesetzt wird und die Produktionsfirma MFN Studios aufgelöst wurde. Sämtliche Vermögenswerte und Ausrüstung einschließlich der Puppenspieler und des Studiogeländes verbleiben im Eigentum der Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Alle Mitarbeiter haben bis Geschäftsschluss am Freitag, dem 22. Juli, Zeit, die Räumlichkeiten zu verlassen. Hochachtungsvoll, Lawrence Schwarzsoul, Vizepräsident für Programmgestaltung, Rundfunkgruppe des Stadtsenders. Schwarzseele, Alter. Fine. I guess I'll go out and do it myself. Der Mann hasst die Sendung, ha? Huh? Der Mann hasst die Sendung. Aber wie? Aber wie, Alter? Das hat nicht funktioniert. Du hast jetzt das hier aufgemacht. Was übersehe ich? Irgendwo eine Leiter? Hier. Er mit seinen dürren, haarigen Armen. Sehr abstrakt. Aber er wird ja wissen, was er tut. Immerhin ist er ein Mann vom Fach. Die Stadt ist wirklich tot, hä? Deprimierend. Und die längste Leiter der Welt. Ah, es geht noch weiter. Emergency. Hab meinen Schraubendreher vergessen. Nochmal runter in die Kanalisation. Da liegt er nämlich und da muss ich ihn holen. Gordon, you don't have to do this. I don't want you broadcasting, Ricky. You're gonna hurt kids. Hurt them? Gordon, we want to help them. They need us. You need us. For what? For what? Gordon, look at this city. The buildings are dark and the streets are empty. No one knows how to be a friendly neighbor. It's a city of shuttered up hearts, and they need someone to let in the light. I don't think that's you, Ricky. You know why I think we got canceled? Why? Because people like darkness more than light. Why would they do that? Maybe it makes them uncomfy, because it shows how messed up they are. What are you talking about, Ricky? I'm talking about our show, Gordon! We show them how to be friendly, and they hate that because they're not friendly. I don't think that's the problem, Ricky. Really? Are you sure about that, Gordon? Do you really think the city network suits care about anything except their bank account? Do you really think people won't take any excuse to ignore their own issues? Come on, Gordon. We both know. Deep down, you want to be friendly. Sorry, Ricky. Gordon? Gordon! Shoot! Shoot! Gordon! Shoot! Gordon muss eine Assassine sein. Where are we? Sowas überleben nur Assassinen, sonst niemand.
What the what? Yo. Sowas überleben nur Assassinen, sonst niemand. Von Unruhe getrieben steige ich aufs Dach und dort über den Ruinen der Stadt sehe ich die Sterne rein und schön und gar nicht weit weg. Irgendetwas in ihnen weckt eine vage Erinnerung in mir, als würde ich einen Blick in eine wundersame andere Welt erhaschen, die ich längst vergessen habe. Und während ich so in den Himmel starre, höre ich plötzlich eine Stimme. Etwas sagt, ich bin bei dir. Kann mich bitte jemand aus diesem Abgrund ziehen und nach Hause bringen? Ist ja gut, ich lese emotionale Briefe. Hello? Hello? Gordon? Ricky, I'm here. Oh, Gordon, thank goodness. So, what are they? Bad puppets? Oh, Gordon, I really hoped you wouldn't find out. It's so embarrassing. But we were all curious. What do you mean? We wanted to know what other shows had that we didn't. We'd never been allowed to watch television before, but after we got canceled, no one was around to stop us. Okay. So we turned on one of the old sets, expecting to see something amazing. But it wasn't amazing. It was mean. It felt like we were dying, Gordon. We all got a little twisted then, but some of us... Great. Then how do I get out of here? Well, there's an elevator somewhere. Should be at the end of that hall? It said it's locked down. Oh, that means you'll have to pull the security release. That's on the other side of their stage. No, of course it is. If I ever get out of here, I'm gonna make you into a hat, Ricky. Oh, I believe in you, Gordon. Just do your wham-blam fight the puppets thing. Give them the old ABC 1-2-3. Thanks for the encouragement. Real Indie Horror. Taschenlampe ist da. Hello. The unfriendly neighborhood. Cool. Würde ich gucken. Spielt Nicolas Cage mit? Wäre genau sein Ding. What the? Spring! Oh, es wird immer schlimmer. Okay, wohin? Was tun? Du kannst bombardieren. Warte. So. Au, verflucht. Einfach drauf? Ist es tot? Großer Gott, was für eine gestörte Kacke. No? Tja, Gordon hat zero Bock. Aber zero Bock. Liebe Kinder, ich muss euch leider mitteilen, dass dies unsere letzte Folge sein wird. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um euch persönlich eine letzte Lektion auf den Weg zu geben, an die ihr euch erinnern könnt, wenn wir nicht mehr da sind. Unsere Welt kann schwierig und beängstigend sein. Manchmal erkennt man nur schwer, was richtig und falsch ist. Denn diese Welt ist kaputt und wir sind es auch. Unsere Herzen sind hohl und dunkel
unfreundlich und es gibt nichts in dieser Welt, das uns wieder in Ordnung bringen kann. Keine Schönheit, keine Macht, kein Essen, kein Ruhm. Was wir brauchen, ist ein Licht jenseits unserer Welt, das Licht der Liebe, das Besitz von unseren Herzen ergreift und uns zu unserem wahren Selbst zurückführt. In unserer Sendung haben wir versucht, euch einen kleinen Blick auf dieses Licht zu geben. Die Botschaft, die ich euch jetzt mit auf den Weg geben möchte, ist die folgende. Vertraue auf das Licht. Manchmal mag es beängstigend sein, manchmal mag es wehtun. Manchmal weiß man nicht, was richtig und falsch ist, weil Gut und Böse durcheinander gewürfelt sind. Und wenn das passiert, kann das sehr wehtun. Aber vertraue auf das Licht, denn das Licht wird euch aus der Dunkelheit führen. Amen. Oh, Pater Johnson, der war Programmleiter. Jetzt bin ich wieder hier am Anfang, ne? Ricky? Ist Ricky tot? Wahrscheinlich nicht. Zeit für Rente. Gordon, you're alive. I'm so proud. Good. I'm leaving. Yes, you should. Job well done, Gordon. Turned off our antenna and survived the unfriendly neighborhood. You're a handy man extraordinaire. Don't mock me, Ricky. Mock you? I would never. Oh, before you go, I was wondering if you'd do us a favor? Oh? You've been hanging around the studio. You know a little bit about our show. Spit it out, Ricky. I was wondering if you'd help run our studio. What? See, everything's really old and falling apart. Really beyond our ability to care for. And on the personal side, I think it's obvious that we need a bit of a guiding hand. Are you kidding? Gordon, do I look like a sock that would kid? Ricky, I'm just a maintenance man. I don't know how to run a studio. Oh, I think you can handle it. It can't be that hard. What if you end up like them? I don't think we're the ones you should be worried about, Gordon. Come on. Won't you be our neighbor? Scheiße, was habe ich zu verlieren? Fine. We'll give it a shot. Oh, Gordon, I'm so glad. We will have such fun. I'm not living here, though. Well, we'll talk about that. Oh, Gordon, thank you. Thank you for being our friend. I am bursting at the seams. I must go tell the others at once. Tomorrow night, then? No. It's decided. Tomorrow night. See you later, Gordon. Arrivederci. Toodaloo. 23 Skidoo. Ciao. Well, Brian, what have you done this time? I helped the neighbors get a slot on public access TV. It was late night on weekdays. I don't think anyone watched it. Within a couple of weeks, though, word was starting to get out. Some people loved the show. Some people hated it. That caught the network's attention, and by the end of the year, we had 3 channels wanting to sign for a whole season. At that point, I figured I had done my part, so I stopped showing up at the studio in the evenings. I don't know. I guess I just wanted to keep my head down. I never told anyone I was helping bring back the show, but for some reason, it keeps bugging me. I can't forget about it. And some nights, I catch myself staring out the window, wondering what's happening in the neighborhood. Das war's vom guten alten Schimanski. Ein Tod kriegt trotzdem nur ein B.
Aber ich habe Cheats. Speedrun, Kamera, Veteran, lange Arme. Boah, neue Cheats, neue Cheats, neue Cheats. Das war's mit der freundlichen Nachbarschaft. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war okay. Ich habe eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Ich gehe eigentlich immer eher erwartungslos ins Spiel ran. Aber nachdem ich gehört habe, dass das ja so toll sein soll auf Steam und die Bewertungen halt super waren und es optisch auch auf den Screenshots sehr gut aussah und auch im Großen und Ganzen jetzt kein hässliches Spiel war, habe ich irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Aber es war auf jeden Fall okay. Es war cool. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren. Auf Wiedersehen und... Ciao.